Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um die kleinen Schweinchen von Isabel Christina Stamps. Und ich hatte diese 5 OTC-Karten unter anderem gemacht, ETC-Karten. Und ich wurde gefragt, wie ich eigentlich den Hintergrund gemacht habe. Und das wollte ich euch gleich einmal in dem Video zeigen. Einmal, was ich verwende. Und dann geht es wieder mit Musik los. Ihr kennt das ja schon von mir. Ich habe hier schon die Motive. Ich denke, wir werden 2 Karten machen. Motive vorbereitet. Und wollte euch das nochmal einmal so in die Kamera reinhalten. Das ist die eine Karte. Dann haben wir hier das mit dem Surfbrett. Das werden wir auf jeden Fall nachmachen. Das haben wir hier. Dann wollte ich eigentlich gerne, ich denke mal, das irgendwie nochmal basteln, nachwerkeln. Und diese Karte. Und dann noch diese Karte. So. Vorbereitet habe ich dafür Aquarellpapier, ein bisschen kleiner geschnitten als 2x3 Inch. Dann habe ich blaues Cardstockpapier, blauen Cardstock als Hintergrund, als Mattung. Das haben wir vorbereitet, die Motive sind soweit vorbereitet. Und dann werden wir mit Distressed Oxid, so wie ihr es von mir kennt, mit diesen beiden Farben halt arbeiten. Hier sind die beiden Stupsis dazu. Wir haben für die Schweinchen das doppelseitige Klebeband dafür. Und Nouveau Drops habe ich in, das nennt sich Morning Dew oder so. Dew. Also dieses transparente, auf trockenen transparente Nouveau Drops. Dann habe ich noch für die Wellen im Hintergrund so ein bisschen diesen weißen Stift gewendet dafür. Ja, das war's eigentlich schon. Und natürlich Kleber und die Schere. Und den Pastellstift brauchen wir für die braunen Pünktchen im Hintergrund. Das hatte ich mit Distressed Oxid gemacht, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Die Schweinchen selber habe ich wieder mit den Pastellstiften koloriert, weil ich das im Moment total genial finde. Und ja, mag ich total gerne und ich finde, die sehen echt toll aus. Und es macht Spaß, weil es relativ leicht ist, das so zu machen. Okay, dann würde ich sagen, ich hole wieder mein tolles Papier raus, besser gesagt meine Folie raus. Und dann geht es los mit dem Hintergrund. Und dann arrangieren wir dazu noch die Karte. Diese 3 Stempelmotive sind von Kartenkunst und habe mir das vor kurzem bestellt. Ich weiß aber noch nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung, vielleicht weiß das ja jemand von euch. Vielleicht nehmen wir die Strandburg, dann würde ich die Strandburg mit dazu nehmen, also diese beiden Motive und das vielleicht. Wir schauen gleich mal, wie das läuft, aber erstmal machen wir den Hintergrund und dann geht es ums Gestalten. Viel Spaß dabei!